53. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Erlangen. Herr Dr. Bayer, welche Bedeutung haben diese Art von Kongresse für die Allgemeinmedizin, für Ihren Berufsverband? Ja, es ist ein wichtiges Forum des Austausches, sowohl persönlich über den Tellerrand zu blicken, als auch was die Wissenschaft für die Praxis, Versorgungsforschungsprojekte vorzustellen, zu reflektieren, was bedeutet hausärztliche Tätigkeit im gesellschaftlichen Umfeld. Solche Fragen sich auszutauschen einmal im Jahr macht absolut Sinn und auch Spaß. Für Sie ist Erlangen in doppelter Hinsicht ein besonderer Ort. Erstens sind Sie hier daheim, das ist klar, aber auch für die Hausärzte und für die Allgemeinmedizin ist Erlangen ein besonderer Ort. Das haben Sie in der Rede deutlich gemacht. Warum? Erlangen ist auch so ein bisschen die Keimzelle des politischen Verständnisses, gemeinsam in der Gesellschaft, in der Stadt was zu verändern. Wir haben hier sehr früh eine zentrale Notfallpraxis eingerichtet. Wir sind in der Palliativmedizin unterwegs in Projekten mit dem Hospizverein. Wir haben hier den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin als ersten ordentlichen Lehrstuhl in Bayern erstritten. Wir sind Keimzelle, eine der Keimzellen in Bayern für die hausarztzentrierte Versorgung. Das ist uns deshalb auch eine große Freude, wenn das zusammenkommt, was vor Ort entsteht und so ein Kongress. Sie haben schon gesagt, man muss sich auch Dinge erstreiten, vor allen Dingen in einer Demokratie wie in der Bundesrepublik Deutschland. Welche politischen Themen stehen noch auf Ihrer großen Agenda? Die politischen Themen sind sicher in der Versorgung zusammenzubringen, sowohl eine individuelle Fürsorge als auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wir als Verband sehen das ganz zentral in der Weiterentwicklung der hausarztzentrierten Versorgung, als letztlich auch als eine Form der Regelversorgung zu etablieren, die den Mensch und den Hausarzt, die Hausärztin in den Mittelpunkt stellt. Herr Dr. Bayer, vielen Dank. Danke.